In meinem Workshop erhältst du einen Überblick zum Mirage-Plugin für Adobe Photoshop, InDesign und Illustrator. Dazu zeige ich dir an diesem Beispiel, wie du ganz einfach Ordner oder ganze Ordnerstrukturen auf Mirage ziehen kannst. Die Bilder werden anschließend importiert. Und platziert, um diese optimal auszugeben. Des Weiteren erkläre ich dir, wie du mehrere Bilder workflow-optimiert ausgibst, indem ein Droplet erstellt wird, wo mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden. Du siehst, die Bilder sind schnittoptimiert und optimal angeordnet auf gleiche Breite und können somit sehr, sehr einfach ausgegeben werden. Gerne zeige ich dir die folgende Funktion, wie du Bilder auf drei Seiten randabfallend drucken kannst, indem dass du das Bild mit der Automatisierung Mirage Drucken direkt aus Photoshop anwählst. Du siehst, ich habe die Voreinstellungen schon gesetzt. Du siehst hier die Schere, die anzeigt, dass das Bild hier oben und hier drüben geschnitten wird. Somit ist nur noch dieser kleine Rest, der am Schluss aber alle weggeschnitten werden muss. Und viel Arbeit gespart, auch bei diesem Vorgang. Für mich noch ein wichtiger Punkt, diese Funktionen sind alle direkt aus Photoshop, Illustrator und InDesign möglich. Natürlich auch mit dem Mirage Plugin Standalone, wo ich auch JPEG, TIFF-Dateien und PDF direkt verarbeiten kann. Als Tipp zum Schluss zeige ich dir noch, wie du einfach einen Kontaktabzug deiner Dokumente druckst. Hierfür habe ich ein Droplet vorbereitet. Ich ziehe einfach meine Dateien auf dieses Droplet. Die Dateien werden importiert und gleich in einem Gitterraster angeordnet, die Dateinamen und das Datum beigesteuert und ich kann direkt mit Drucken die Ausgabe beginnen. Diese und weitere Videos in meinem Workshop Mirage Print Plugin.